Der Designer heute entwickelt nicht mehr alleine, der entwickelt im Team, das ist ganz wichtig. Der Start ist meistens bei der Idee. Es geht um Brainstorming, da werden alle Ideen gesammelt, zusammengewürfelt. Jeder darf sich einbringen und aus diesen ganzen Ideen, die gesammelt werden, da geht es erstmal um Masse, werden letztendlich dann die vielversprechendsten Ideen ausgefüllt. Es werden in erster Linie den innovativen Teil der Projektarbeit entwickeln. Das heißt, sie sind ja Ideengeber, sie bringen das in eine visuelle Form. Das kann ein Film sein, das kann eine Animation sein, das kann eine Szenografie sein. Sie geben so nah wie möglich das Bild ihres finalen Produktes vor. Und das Produkt kann ein Produkt sein, was man anfassen kann, das kann aber auch ein Produkt sein, was im Internet funktioniert, ein Service. Das kann die Wohnzimmerlampe in der Idee sein, aber sicherlich nicht in der Produktgestaltung. Aber wenn es die smarte Wohnzimmerlampe sein soll, die vielleicht sich von selber anschaltet oder die mit Ihnen spricht oder die entsprechende Musik aufspielt, dann kann das natürlich eine Idee sein, die Sie entwickeln im Studiengang und bis hin zum Prototypen ausführen. Bei jedem hat das ganz viele Facetten. Der eine merkt vielleicht, er hat Spaß daran, Dinge zu visualisieren. Es kann aber auch sein, dass im Verlaufe des Studiums sie feststellen, ich möchte gerne inszenieren, ich möchte Bildwelten kreieren, ich möchte in die Werbung gehen oder sie gehen ins Interaktionsdesign. Das heißt, sie zeigen wirklich, wie funktioniert meine App, welchen Button muss ich wann klicken, um wohin zu kommen. Die Berufsbilder sind da sehr vielseitig und das ist vielleicht auch das Schöne an dem Beruf, dass man sich auf einen Prozess einlässt, der auch nicht festgeschrieben ist. Also Sie gestalten auch selber Ihr Berufsleben und auch letztendlich Ihre Expertise und auch Ihre Karriere.